herzlich willkommen zu einem neuen MSC-Tutorial. Mein Name ist Markus Deutsch und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie ganz einfach Kundendubletten im MSC bereinigen können. Kundendubletten treten ab und zu mal auf im MSC, kann sein, dass Sie es vielleicht doppelt anlegen, es kann sein, dass es durch technische Gründe vielleicht mal zu einer Doppeltanlage kommt, kann wie gesagt mehrere Gründe haben, passiert, ist aber relativ einfach zu beheben. Dazu springe ich einfach mal mit Ihnen in das MSC und wir gehen einfach mal in die Kundenzentrale. Und dort sehen Sie jetzt schon in meiner zuletzt bearbeiteten Liste, dass ich hier zwei Dubletten angelegt habe. Die Kunden, die doppelt sind, können Sie halt über mehrere Wege finden. Entweder wissen Sie halt, welche Kunden doppelt sind, oder Sie suchen es ganz einfach über die Profisuche hier unten in diesem Bereich. Da gehen wir also auch gleich mal hin. Dort wird Ihnen ja in klassischer Weise nach Alphabet sortiert alle Kunden angezeigt. Hier oben sehen wir jetzt schon mal Dublette, also zwei gleiche. Darüber kann man es auch finden. Um das Ganze jetzt zu bereinigen, gehen wir in der Profisuche hier oben auf den Bereich Suche, Option, Aktion und haben dann hier eine Auswahlmöglichkeit, quasi jetzt einmal klassisch um Kunden zu suchen, aber halt auch um, wie gesagt, unsere Kunden zu bereinigen. Dazu gehen wir hier in diesem Bereich, in dieser zweiten Zeile, auf den Punkt Bereinigungsmenü. Das müssen wir halt auswählen. Und zusätzlich würde ich immer noch empfehlen, sich hier auch den Makler anzeigen zu lassen, falls Sie halt in der Struktur arbeiten. Und auch die Verträge, also die Anzahl. Dann, da wir jetzt wissen, dass wir die Dublette suchen, finde ich es immer einfacher, hier auch noch einzugeben, um welchen Kunden es sich handelt. Also in dem Fall Dublette. Er sucht also jetzt nur alle Kunden mit dem Namen Dublette. Dann gehe ich unten auf Filter anwenden. Und Sie sehen, es werden mir nur meine zwei Kunden angezeigt. Außerdem, im Vergleich zu vorher, habe ich hier vorne jetzt ein Auswahlmenü. Das ist nämlich in diesem Fall das Bereinigungsmenü. Dazu aber gleich später nochmal was. Was jetzt auch noch wichtig ist, und deshalb habe ich es mir halt anzeigen lassen, ist hier hinten, wie gesagt, einmal der Makler. Ich sehe, in dem Fall ist es die gleiche Maklernummer, also ich kann die Kunden problemlos zusammenlegen. Es könnte nämlich mal sein, dass wenn Sie vielleicht in der Struktur arbeiten, die unterschiedliche Maklernummern sind. Sprich, der Kunde ist bei zwei Maklern in der Struktur vorhanden und kann deshalb nicht zusammengelegt werden. Dann müssen Sie uns Bescheid sagen, schicken Sie uns einfach eine Mail und wir legen die für Sie zusammen. Was ich darüber hinaus auch noch sehe, ist hier die Anzahl der Verträge. In dem Fall sehe ich, hier hat der eine Kunde einen Vertrag und der andere zwei. Was mir aber auch noch auffällt an dieser Ansicht ist, dass bei dem oberen Kunden hier überhaupt gar keine Anschrift ist. Ich gehe also im Regel davon aus, dass der nicht sauber gepflegt ist, vielleicht aufgrund technischer Probleme mal doppelt angelegt werden musste. Ja, und mein Kunde mit einem Vertrag hat aber eine Adresse. Sprich, hieran können Sie festmachen, welchen Kunden würde ich behalten, welchen Kunden nicht. In diesem Fall würde ich also meinen unteren Kunden behalten wollen, weil der halt schon die Adresse drin hat. Und jetzt wird es halt relativ einfach. Das war die Vorarbeit. Sie wissen also, welchen Kunden würde ich behalten, welchen möchte ich bereinigen. Den, den ich behalten möchte, in dem Fall diesen Kunden-Dublette, den wähle ich hier vorne im Kreis aus. Ja, einfach anklicken. Und den, den ich dort überführen möchte, in dem Fall meinen oberen, der kriegt den Haken, das Viereck. Ja, also dieser Kunde wird in diesen integriert, allerdings nur mit seinen Dokumenten und mit seinen Verträgen. Ja, also alles, was jetzt da noch an Stammdaten vorhanden ist, also wie Name, Anschrift, sowas würde alles verloren gehen. Ja, aber Verträge und Dokumente werden ganz einfach auf den Kunden hier jetzt überführt. Und wenn ich das gemacht habe, sage ich hier oben einfach Bereinigung ausführen. Das System packt beide Kunden zusammen. Sie sehen hier die Meldung, ein Kunde wurde zum Zielkunden konsolidiert und ich habe jetzt nur noch einen Kunden-Dublette, der jetzt auch drei Verträge hat. Ja, also alles zusammengeführt. Das Ganze, was ich gerade gemacht habe, könnten Sie auch mit mehreren Kunden machen. Also sprich, wenn ich jetzt von dem Kunden-Dublette vielleicht fünf habe, warum auch immer, könnte ich vier Stück auf den einen, den ich behalten will, konsolidieren. Das würde auch funktionieren. Sie sehen also, relativ einfach die ganze Geschichte. Einfach in der Suchmaske den Kunden suchen, das Bereinigungsmenü mit auswählen, sich die Verträge und den Makler anzeigen lassen, kurz entscheiden, welchen ich behalten will, der kriegt den Punkt, die anderen kriegen den Haken, Bereinigung ausführen, das Ganze ist konsolidiert. Sollte es wie gesagt nochmal zu Problemen kommen, dass das System sagt, funktioniert nicht, geht nicht, dann wenden Sie sich gerne einfach an uns bei der Appella. Wir können im Hintergrund immer noch mal ein bisschen mehr und können dann dort auch die Kunden zusammenführen. Und viel Spaß weiterhin im MSC. Ihr Markus Deutsch.